Hartwald TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem 22. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga, unserem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Hier oben darf ich ganz herzlich begrüßen unseren Trainer Kenan Kocak und José-Pierre Wunguidika, unseren Stürmer. Und wie Sie es gewohnt sind, wollen wir mit ein paar Fragen hier oben beginnen und anschließend natürlich auch Ihre Fragen beantworten. Ja, Kenan, die Niederlage in Düsseldorf wurde von der schweren Verletzung von Philipp Klingmann überschattet. Wie geht es ihm aktuell? Ja, erstmal hallo von meiner Seite. Dem Klinge geht es natürlich den Umständen entsprechend. Es war jetzt schon mal gut, dass er aus der Klinik in Düsseldorf entlassen wurde. Jetzt mittlerweile wieder zu Hause ist, aber im ständigen Austausch mit den Ärzten. Und natürlich muss man nach so einer Verletzung das weiter beobachten. Und wir hoffen natürlich, dass er schnellstens wieder zu alter Gesundheit wiederfindet. Generell ist die personelle Situation derzeit ein bisschen angespannt. Wie sieht es aus im Kader? Ja, wie schon erwähnt, also es ist Wahnsinn. Ich bin ja wahrlich jetzt kein Trainer, der hier über personelle Ausfälle gejammert hat oder auch in Zukunft das wieder machen wird. Aber dennoch möchte ich dabei vor allem den Charakter der Mannschaft und auch die Leistung der Mannschaft bisher diesbezüglich mit in Verbindung bringen, weil das, was die Mannschaft seit dem Beginn dieser Runde immer wieder auf die Fresse bekommen hat, sei es mit Verletzungen. Wir haben, glaube ich, 6-7 Knochenbrüche bis jetzt. Ja, in einer Runde 2 Schädelbrüche, Jochbeinbruch, Wadenbeinbruch, Armbruch und Ermüdungsbruch beim ersten Training, nur um ein paar Sachen, die mir jetzt da einfallen. Und wenn dann die Mannschaft das immer wieder intern kompensiert und intern immer wieder zusammenrückt und das auch immer wieder in die richtige Bahnen lenkt und daraus auch noch mehr enger zusammenrückt, dann denke ich, hat die Mannschaft einen riesen Respekt verdient. Und das kommt mir auch in der Öffentlichkeit zu wenig, muss ich sagen, dass man da diese Jungs diesbezüglich nicht so erwähnt. Denn das ist nicht selbstverständlich, dass so eine Mannschaft, die während der Runde, vor allem in der zweiten Liga, so viele Ausfälle zu beklagen hat, aber dennoch sich nicht unterkriegen lässt und immer wieder aufs Neueste geht und auch Woche für Woche gute Leistungen abruft. Deswegen muss man der Mannschaft nochmal einen riesen Respekt zollen. Und wir werden weiterhin versuchen, als Mannschaft die Ausfälle, so gut es geht, zu kompensieren und so gut es geht auch vergessen zu lassen. Das geht nur, indem wir zusammen enger zusammenrücken, indem wir uns noch enger zusammenschweißen und uns auf die bevorstehenden Aufgaben auch konzentrieren. Elliot Paccarada hat ja im letzten Spiel erkrankt gefehlt. Ist er wieder im Training und gibt es momentan weitere Sorgenkinder? Das muss man auch vielleicht zum auch wieder so eine Geschichte von letzter Woche. Wir haben die Woche natürlich trainiert, haben uns auf den Gegner vorbereitet. Dann kommt ein Tag vorher natürlich auch die Meldung von Paccarada, dass er krankheitsbedingt ausfallen musste. Das war natürlich für die Mannschaft nochmal ein Schlag. Das kann aber immer wieder passieren. Und das hat der Mannschaft auch nochmal gut über die Runde gekriegt, zumal wir eben halt auf den Positionen momentan links hinten aufgrund der Verletzung von Damien Rosbach natürlich nur mit Paccarada besetzt. Und Robert Herrmann hat noch Rückstand, muss noch aufholen, der eventuell mal vielleicht das spielen kann, aber noch nie gespielt hat. Und diese Problematik jetzt gerade auf der anderen Seite mit rechter Verteidiger, wo Ken Gibson mit seinem Wadenbeinbruch und eben der Klinger auch mit seinem Schädelbruch leider jetzt für den Rest der Runde ausfallen. Paccarada hat jetzt diese Woche leicht angefangen zu laufen. Wir müssen so sehen, wie er die Medikamente wegsteckt. Er hat schon Antibiotika eingenommen und wir hoffen, dass er keinen Rückschlag kriegt, sodass er für uns vielleicht eine Alternative wird für Sonntag für das schwere Spiel. Jetzt hat die Mannschaft in Düsseldorf leider verloren, aber du hast den Auftritt gelobt. Es gab auch von allen Seiten her für den Auftritt wirklich Komplimente, aber am Ende standen leider 0 Punkte. Wie habt ihr das die Woche aufgearbeitet? Ja, wir müssen vorsichtig sein mit diesen Lobeshymnen, weil ganz ehrlich, ich wäre gern auch Friedhelm Funkel am Wochenende, hätte das Spiel 1-0 gewonnen, würde den gegnerischen Trainer loben, wie toll sie Fußball spielen und wie alles gut war. Deswegen müssen wir auch mit diesen Lobeshymnen realistisch, ehrlich umgehen und wissen, okay, dass wir vom Inhalt des Spiels viele Sachen richtig gut gemacht haben, dass die Mannschaft eine sehr gute Leistung abgeliefert hat,
Aber wir müssen uns auch den Vorwurf machen, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben. Und im Fußball geht es ja darum, dass man ihre Ziele erreicht. Und das haben wir leider an dem Tag nicht erreicht. Und da fragt auch keiner mehr, wie, was, warum, wieso. Sondern Fakt ist, wenn man eine Zeitung aufschlägt, dann steht da drin, Sandhausen hat 1-0 verloren und das zählt. Und diese Mentalität, um uns zu belohnen, die müssen wir einfach weiter uns aneignen und weiter erarbeiten. Und natürlich haben wir uns über den Inhalt ausgetauscht. Wir haben uns natürlich auch über den Inhalt unterhalten, was natürlich sehr, sehr gut war von der Mannschaft. Das werden wir auch in den kommenden Wochen mitnehmen, wozu wir in der Lage sind. Aber dennoch müssen wir uns auch den Vorwurf machen, dass wir eben halt unser Ziel dort nicht erreicht haben. Jetzt spielen wir am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig, eine Mannschaft, die im Moment so ein bisschen unter Wert da unten steht, so meint man zumindest immer. Wie siehst du im Moment die Eintracht? Ja, momentan sind wir in der Situation, wo wir uns eher Gedanken über uns machen sollten, weil wir haben genug Probleme momentan, die wir bewerkstelligen müssen und genug Sachen, die wir auch selber mit uns beschäftigen müssen. Wir haben nicht diesen Luxus, uns jetzt zu sehr mit Eintracht Braunschweig, außer jetzt inhaltlich, natürlich haben wir uns dann mit dem Gegner ausgetauscht, zu beschäftigen. Wir wissen natürlich auch, eine gewisse Unruhe dort vorherrscht, dass diese Mannschaft letztes Jahr einen Relegationsplatz hatte, dass sie jetzt hinter ihren Erwartungen sind, das kriegen wir auch hier mit. Aber wir dürfen auf keinen Fall die Braunschweiger Mannschaft unterschätzen. Dazu haben wir überhaupt keinen Grund, weil diese Mannschaft auf allen Positionen top besetzt ist. Und dass man in der Runde mal so einen Lauf haben kann, wo die Ergebnisse nicht stimmen, wo es vielleicht Zickzackkurs gibt, das gilt für jede Mannschaft der zweiten Liga. Aber es wäre vermessen von uns, wenn wir Eintracht Braunschweig an dem Tabellenplatz gerade messen würden. Diese Mannschaft bringt eine enorm hohe Qualität mit, eine gute Physis mit. Und deswegen wird es wieder eine Herausforderung für uns als Mannschaft. Und wir stellen uns der Herausforderung und hoffen, dass wir am Sonntag das Spiel für uns entscheiden werden. Ich wechsle mal auf die andere Seite. José, herzlich willkommen, auch hier oben. Wie habt ihr als Mannschaft die Niederlage erlebt und dann letztlich auch weggesteckt? Ja, also erstmal auch Hallo von meiner Seite. Wir als Mannschaft haben es halt so erlebt, dass wir ein Spiel verloren haben, was wir normalerweise nicht verlieren dürfen. Weil wir über weite Strecken halt schon für uns auch selber schon die bessere Mannschaft waren und halt ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben und uns halt leider halt ja nicht belohnt haben, was uns halt natürlich halt auch sehr gewurmt hat, weil wir uns auf das Spiel halt auch sehr gut vorbereitet haben und uns sehr viel vorgenommen haben. Und und das ist schon so eine Sache, die uns halt auch als Mannschaft geärgert hat. Wir haben es eben schon mal angesprochen, es gibt dann mitten im Spiel so eine schwere Verletzung, das bekommt man ja auch ein bisschen mit als Spieler. Der Trainer hat eben gesagt, es ist, wie die Mannschaft dann immer wieder zusammenrückt. Wie haltet ihr da Kontakt oder was passiert so unter der Woche, wenn solche Dinge vorfallen? Ja, es ist halt schon so, dass man halt die betroffene Person dann halt natürlich die bestmöglichen Genesungswünsche mit auf den Weg gibt und Kontakt hält. Meistens ist es dann in unserer Gruppe, wir haben halt eine Mannschaftsgruppe, weil es ist halt auch natürlich für die Person nervig, wenn er über 20 Nachrichten von jedem die ganze Zeit bekommt, dann ist es meistens so, dass der betroffene Spieler uns dann halt immer auf dem Laufenden hält, einmal in die Gruppe schreibt und dann weiß jeder Bescheid, wie da der Stand der Dinge ist. Und es ist halt schon dann halt auch so, dass man natürlich dann halt noch enger zusammenrückt und dann halt auch, sage ich jetzt mal, auch gerade für die Person halt, das hätte uns halt natürlich auch noch mehr gefreut, wenn wir das Spiel in Düsseldorf zum Beispiel gewonnen hätten, dann wäre das halt noch so was Kleines Positives für den Klinge gewesen. Ja, und jetzt ist es halt leider halt nicht so gekommen und jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt halt auch mit dem Rückschlag halt, personellen Rückschlag, gucken, dass wir am Sonntag halt das maximal rausholen. Du bist mit Einsätzen in Ingolstadt und in Düsseldorf ganz gut aus der Winterpause gekommen. Ist das, fühlt sich gut? Ist im Moment eine gute Phase, die du gerade hast? Ja, ich denke, die Vorbereitung hat mir sehr gut getan, nachdem ich ja im Sommer eigentlich keine richtige Vorbereitung hatte aufgrund meiner Verletzung. Und ich habe jetzt halt auch gesehen, wenn ich dann halt mal über längeren Zeitraum gesund bin und dann halt mal eine komplette Vorbereitung habe, die ich ja jetzt erst wieder seit langem hatte, dass es halt mir natürlich halt auch gut tut. Und über die Spiele kriegt man halt die beste
Verfassung und ja, und ich denke, das ist halt auch ein Grund dafür, dass ich dann halt auch meine Einsätze bekommen habe. Gut, dann vielen Dank erstmal und ich gebe gerne ab an die Kolleginnen und Kollegen von der Presse. Bitteschön. Angesprochen, beide Rechtsverteidiger fallen aus. Welche Spieler kommen denn in Frage, um auf der Rechtsverteidigerposition zu spielen am Sonntag? Boah. Gute Frage, ne? Ja, also wir haben natürlich, machen uns natürlich Gedanken grundsätzlich, aber wir haben da schon Spieler, die das spielen können. Die Frage wird natürlich sein, wie ideal wird das Spiel? Und deswegen müssen wir auch die kommenden Einheiten abwarten. Wir haben mit Marcel Segert eventuell einen, der da rechts hinten spielen kann. Mit Manu Stifler einen, der da spielen kann. Ali Breimay hat es im Training auch bisher gut gemacht. Und also, wir müssen uns Gedanken machen, wenn wir da letztendlich reinwerfen auf diese Position. Es ist natürlich sehr ärgerlich, dass gerade eben halt beide Spieler auch für den Rest der Rückrunde ausfallen. Möglich, dass beide Linksverteidiger ausfallen, ist dann die Option mit dem Isländer auf der Seite, ist es eine Wiederholung wert? Ja gut, diese Option haben wir ja, wenn wir dieses Spiel gesehen haben, haben wir nach 10 Minuten wieder umgestellt, haben ja den Knipser nach links hinten gezogen, sind ja quasi von der Dreierkette auf Viererkette wieder übergegangen nach 10 Minuten. Und wir müssen schauen. Ich kann jetzt hier mit Ihnen natürlich nicht im Detail über die Gedanken von mir sprechen, wie wir das Spiel jetzt am Sonntag eingehen wollen. Aber es stimmt schon, dass wir natürlich auf diesen Positionen momentan viele Fragezeichen haben und wir uns natürlich viel Gedanken machen müssen. Und letztendlich müssen wir uns halt für etwas entscheiden, womit wir überzeugt sind, dass eben halt für die Mannschaft, für unseren gemeinsamen Erfolg doch vielleicht das Bestversprechende ist. Eine Möglichkeit jetzt während der Runde, sind da Leute auf dem Markt, ist das möglich, Transferschluss ist ja schon, da noch jemand vielleicht zu kriegen, wenn jetzt die Situation da so bleiben sollte oder sich noch zuspitzen sollte? Ja, wissen Sie, ich habe auch der Mannschaft gesagt und auch uns selber, die Sachen, die wir nicht ändern können, machen wir uns keine Gedanken. Soweit ich informiert bin, können wir keinen mehr verpflichten. Und wenn auch jetzt einer in Frage kommt, ist ein arbeitsloser Spieler, der lange Zeit, das können wir glaube ich auch nicht laut meinen Informationen. Also darüber machen wir uns keine Gedanken. Meine Arbeit liegt darin, dass wir jetzt mit dem Spielern, mit dem Material, was wir haben, das Bestmögliche auf die Beine zu stellen. Das ist ja nichts Neues für die Mannschaft, für uns. Und wir werden noch enger zusammenrücken und versuchen mit der Mannschaft gemeinsam auch diese Position, diese Probleme auch zu lösen und uns auf die kommenden Aufgaben bestmöglich vorzubereiten. Von der Abwehr jetzt zum Sturm, da habt ihr jetzt mittlerweile 3 oder 4 Leute, die spielen können, nachdem es am Anfang der Runde so nicht so gut ausgesehen hat. Was sind da die Präferenzen dann für das Heimspiel jetzt? Im Sturm, 1 Stürmer, 2? Ja, wir verteidigen gemeinsam und greifen gemeinsam an. Und da kommt es nicht unbedingt darauf an, ob wir jetzt vom Papier her mit einem Stürmer spielen oder mit 2 Stürmern spielen. Es kommt vielmehr darauf an, wie wir unsere mannschaftstaktische Ausrichtung ausgeben, wie wir da uns aufstellen, welche Räume wir bespielen wollen, welche Räume sich ergeben. Deswegen dürfen wir auch nicht den Fehler machen und denken, mit einem Stürmer wäre es defensiver wie mit 2 Stürmern. Also das ist nicht mehr eine Interpretationssache und deswegen werden wir auch natürlich am Sonntag auf Sieg spielen. Wir wollen das Spiel gewinnen, wir haben Heimspiel und wir werden auch uns, denke ich, sehr, sehr gut wieder vorbereiten auf den kommenden Gegner und dann auch alles, was wir haben, in die Waagschale werfen und hoffen auch, dass wir die 3 Punkte hier behalten. Das ist unser Ziel, darauf konzentrieren wir uns und alles andere blenden wir auch momentan aus.
Braunschweig so alles andere als ein Wunschgegner Sandhausens? Also die Bilanz ist da ganz, ganz schlecht eigentlich. Spielt es irgendeine Rolle oder sagst du, es geht wieder ganz bei Null los? Letzte Woche kam dieselbe Frage mit Fortuna Düsseldorf, weil wir die letzten Jahre in Düsseldorf gewonnen haben. Das Ergebnis kennt ihr. Deswegen diese ganzen Statistikgeschichte da, gut, schlecht, das interessiert alles nicht. Wichtig ist, wenn der Schiri anpfeift am Sonntag, dass meine Spieler da sind und dass wir bis zum Abpfiff alles reinwerfen für unsere Ziele, für unsere Ambitionen, für unseren gemeinsamen Erfolg. Und da vertraue ich der Mannschaft und bin auch absolut davon überzeugt, dass die Jungs wieder ein richtig geiles Spiel abliefern werden. Kann man dann näher das zum Gegner sagen, auf wen muss man da besonders aufpassen? Ja, es ist ja natürlich eine ungemein qualitativ sehr gute Offensive, ob es mit Abdullahi ist, ob es mit Nyman ist, ob es mit Kumbela ist, eine brutale Erfahrung drin, haben auch hinten drin physisch sehr starke Spieler mit Walzwick, mit Breitkreuz, haben jetzt rechts hinten Teigl dazu bekommen, ein sehr, sehr schneller Spieler, links hinten Reichel, auch bekannt für seine Tore, vor allem letztes Jahr, ein sehr, sehr guter Distanzschütze, bei Standards auch gefährlich. Also sie haben eine sehr, sehr gute Mischung und eine sehr gute Mannschaft, besteht aus sehr, sehr guten Spielern, deswegen steht die Mannschaft auch, ist der Tabellenplatz aktuell, wo sie stehen, natürlich nicht dem gerecht, was die Qualität der Mannschaft betrifft. Und es ist mit sich eine Mannschaft, die zu Recht auch vor der Runde die Ambition hatte, wieder da oben anzugreifen. Und deswegen bin ich auch so überzeugt, dass sie auch die Kurve kriegen werden. Nur das hoffe ich eben halt nach unserem Spiel. Spezielle Verbindungen für dich zum Verein oder vielleicht auch zum Trainer, da kommt ihr nicht so weit weg von hier. Ja, wir haben uns kennengelernt hier, also seitdem ich jetzt in Sandhausen bin. Ansonsten kennt man ja den Thorsten, aber sein Co-Trainer Dario Scholtesig, mit dem habe ich gemeinsam Fußballlehrer gemacht und deswegen haben wir ab und zu Kontakt, aber ansonsten gibt es halt keine Verbindungen nach Braunschweig. Scholtesig. Scholti nennen wir den. Eine Frage an Sie, wie ist denn so die Stimmung in der Mannschaft jetzt, auch mit den vielen Verletzten, wie gut seid ihr drauf? Ja, es ist so, dass man halt mit der Situation positiv umgeht, weil man kann ja jetzt damit, man kann es ja nicht ändern, es wäre jetzt fatal, jetzt jedes Mal daran zu denken oder rumzujammern, dass viele Spieler fehlen oder sich vielleicht eventuell noch welche krank sind oder so, das kann man ja alles nicht beeinflussen. Wir gucken schon, dass wir auf uns selber gucken, das, was wir beeinflussen können, und das ist unsere tägliche Arbeit. Und dass die Spieler verletzt sind, das ist natürlich ja schon schade für uns und schlecht, aber wir stecken jetzt nicht die Köpfe in den Sand. Jetzt sitzt der José da, jetzt hat er die Wintervorbereitung voll mitgemacht. Wie ist seine Entwicklung aus Trainersicht zu bewerten? Ja, also der José hat leider natürlich, seitdem ich hier bin, enorm mit Verletzungen zu kämpfen. Hat schon angefangen, wo ich hier bin, da war er schon mehr oder weniger verletzt. Kam dann irgendwann während der Hinrunde dazu. Und dann hat er auch eigentlich den Sprung geschafft und dann hat er sich beim Schalke-Spiel, meine ich, wieder verletzt, musste wieder rausgehen und war dann wieder circa für ein paar Monate weg. Und in der Sommerpause kam er dann wieder. Also ist wie ein Boomerang, der Junge. Und das spricht auch für ihn, für seine Mentalität. Und aber leider als Trainer konnte ich noch nicht so 100% von ihm profitieren aufgrund seiner Verletzungen. Der ist ein ungemein toller Charakter, ein Mentalitätsspieler, der, wenn er kann, wenn er auf dem Platz steht, immer alles gibt für die Aufgabe, für den Verein, auch in den Trainingseinheiten. Und natürlich ist es eine Frage der Zeit bei ihm, dass wir im Rhythmus ihn einfach bekommen,
Und dann denke ich schon, dass er eben halt auch diese Ausfallzeiten gut kompensieren kann, weil er ist auch ein Mensch, keine Maschine. Und diese Ausfallzeiten gehen natürlich auch an ihm nicht so spurlos vorbei. Das heißt, er hat dann immer wieder mit körperlichem Loch zu kämpfen, dann mit Rückschlägen zu kämpfen. Aber umso erstaunlicher ist es, welche Mentalität, welchen Charakter er mit sich trägt, dass er auch immer wieder zurückkommt. Und es freut mich natürlich, wenn er weiterhin gesund bleibt und auch die Einheiten bestätigen kann und weiter für uns eine Option sein wird. Auch jetzt in der Wintervorbereitung darf man ja auch quasi nicht als eine Vorbereitung nennen, weil es ja eine sehr, sehr kurze Zeit war. Aber dafür macht er das richtig, richtig gut. Und wie gesagt, ich hoffe in erster Linie, dass er weiterhin gesund bleibt. Und zweitens natürlich, dass wir sportlich mit ihm persönlich auch den nächsten Schritt gehen können. Wann sind Sie der die Sturmflaute beendet? Also wenn ich das wüsste, würde ich, denke ich, hier nicht sitzen. Ich mache mir da gar keinen Druck. Oder ich denke, die anderen Spieler machen sich da auch keinen Druck. Es ist nun mal so als Stürmer, dass wenn es nicht läuft, wird man halt jedes Mal gefragt, wie es dann halt so ist. Und wenn es läuft, weiß man selber nicht, wie es auf einmal läuft. Und ich denke, man darf sich nicht unter Druck setzen. Und ich setze mich auf gar keinen Fall unter Druck. Ich gebe jedes Mal Gas und getreu dem Motto, dass der Arbeiter belohnt wird. Und es ist einfach nur für mich eine Frage der Zeit, wenn man weiterhin, beziehungsweise wenn ich weiterhin Gas gebe, dass man da halt, beziehungsweise ich irgendwann auch dann belohnt werde für die Arbeit. Aber was meinen Sie mit Sturmflaute? Das interessiert mich jetzt. Ja, das sind so viele Tore seit der Winterpause, ne? Okay. Also aber. Arbeitet aber halt. Ja, viele Chancen, ne? Aber. Ja, aber Tore schießen gilt nicht nur für die Stürmer. Oder gibt es so eine Regel, wo nur die Stürmer Tore schießen dürfen? Ja, also wir müssen das auch ein bisschen von unseren Stürmern auch wegnehmen und nicht nur die Last bei denen draufhängen. Tore können wir auch schießen. Und wenn ich mich recht erinnern kann, der letzte große Chance in Düsseldorf hat auch ein Abwehrspieler vergeben. Also wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und uns nur auf unsere Stürmer eindrosseln und nur auf die einprügeln. Wir verteidigen gemeinsam und wir sollten auch gemeinsam in der Lage sein, Tore zu schießen. Und das ist nicht nur die Aufgabe der Stürmer, dagegen wehre ich mich auch vehement. Das ist eine Aufgabe von uns als Mannschaft. Und genauso wie wir die Tore verteidigen, dass wir auch gemeinsam die Tore erzielen. Wie weit ist denn der Kombiniert Fullmann? Ist der wieder 100% da oder wie der Gesundheitszustand oder der Trainingsrückstand in der Aufholung ist da? Ich glaube 63%. 63%. Woher soll ich denn das prozentual ausdrücken? Das ist schwer. Auch mir ein Bild machen zu können, müsste ich eigentlich den Spieler von Anfang an gegen Braunschweig aufstellen, um zu sehen, wie viele Minuten der spielt. Vielleicht muss ich dann nach 10 Minuten rausholen, vielleicht schafft er die 90 Minuten. Das ist sehr schwer vorauszusagen. Ich kann nur sagen, dass der Spieler im Training, in den Einheiten sehr gute Fortschritte macht, dass er sehr gut arbeitet und dass Corbinian Vollmann für uns ein sehr, sehr wertvoller Spieler ist, von dem wir auch leider in der Hinrunde nicht profitieren konnten. Und wenn der Corbi wieder hergestellt ist, mit seiner Physis, mit seinem Trainingsrückstand, dann ist der für uns auf alle Fälle eine Bereicherung. Und ich hoffe, wir arbeiten dran, dass er schnellstens für uns eine Option wird. Aber ich habe leider in der zweiten Liga nicht die Gelegenheit, um Spieler zu testen, wie weit sie sind. Das muss nämlich schnell funktionieren. Wir haben jede Woche eine Wucht, mit der wir uns schlagen müssen. Und deswegen haben wir leider nicht den Luxus, um etwas austesten zu können, wie weit der Spieler ist. Das muss funktionieren, die Auflauf. Zuschauerzahl, kann man schon mal sagen? Ja, wir erwarten ungefähr 500 Gästefans und rechnen mit 5.500 Zuschauern. Das Fastnachts- oder Faschingswochenende wird hier ja nicht unbedingt großartigen Einfluss darauf nehmen. Insofern wäre es schön, wenn wir zahlreiche Zuschauer begrüßen dürften.
Gut, dann vielen Dank für Ihr Kommen. Wir sehen uns am Sonntag zu einem hoffentlich erfolgreichen Heimspiel. Dankeschön. Hartwall TV wurde Ihnen präsentiert von Entermedia Heidelberg.